Herzlich willkommen zum thematischen Sonderkonzert in der Reihe Concerto Espresso der Hochschule für Musik und Theater München. Mein Name ist Tobias Reichert, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter des Benheim-Forschungszentrums der Hochschule und ich begleite Sie durch die folgenden Beiträge. Das Programm ist dem Liedschaffen der beiden Komponisten Paul Benheim und Walter Arlen gewidmet. Benheim und Arlen teilten ein ähnliches Schicksal. Beide stammten aus jüdischen Familien und waren deswegen in den 1930er Jahren gezwungen, Deutschland zu verlassen. Und beide Komponisten verarbeiteten ihre Erfahrungen des Exils und der Verfolgung unmittelbar in ihrem musikalischen Schaffen. Das Konzert ist gewissermaßen der künstlerische Auftakt der Arbeit des Benheim-Forschungszentrums, das die Musik und die Geschichte von Komponisten wie Benheim und Arlen untersucht und durch Aufführungen auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen möchte. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden für ihre Beteiligung, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und wünsche allen ein anregendes Konzert.
Das Liedschaffen nahm von Beginn an ganz zentralen Stellenwert im Werk Paul Benheims ein, der 1897 in München als Paul Frankenburger geboren wurde. Den eben gehörten Beitrag, ein Lied auf ein Gedicht Hugo von Hofmannsthals, verfasste der 18-jährige Frankenburger an einem einzigen Tag. Nach seinem Studium an der Münchner Musikhochschule in der Zeit um den Ersten Weltkrieg gelangte Frankenburger sehr schnell zur Anerkennung auch über die Münchner Stadtgrenzen hinaus. Außer als Komponist war er auch als Pianist und Kapellmeister an den Opernhäusern in München und Augsburg tätig. Der Machtantritt der Nationalsozialisten im Januar 1933 machte allerdings alle beruflichen Perspektiven zunichte. Aufgrund immer schlechterer Beschäftigungsmöglichkeiten und nicht zuletzt massiver antisemitischer Anfeindungen verließ Frankenburger im November 1933 Deutschland und ließ sich in Palästina nieder. Dort konnte er seiner künstlerischen Tätigkeit weiterhin nachgehen und wurde zu einem der bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten und prägte die Entwicklung der israelischen Musik maßgeblich. Die folgenden Lieder ohne Worte stammen aus der Zeit nach der Emigration Frankenburgers. Im Vergleich zum eben gehörten Beitrag wird unschwer der starke Einfluss des Exils auf die Musiksprache Frankenburgers deutlich, der sich fortan Paul Benheim nannte. Thank you.
Thank you.
Das Exil äußerte sich auf verschiedene Art und Weise in Ben Haims künstlerischem Schaffen. Häufig integrierte er Melodien, die er zuvor in Palästina kennengelernt hatte, in seinen Kompositionen. Im letzten der eben gehörten Beiträge übernahm er beispielsweise eine Melodie sephardischer Juden im Gesang. Der Klavierpart und die Bezeichnung Lieder ohne Worte erinnert dagegen an europäische Vorbilder, beispielsweise die Lieder ohne Worte, wie sie Felix Mendelssohn und andere schrieben. Auf diese Weise versuchte Ben Haim eine künstlerische Synthese herzustellen aus der Musik seines Exillandes und der Musik seines Geburtslandes, was typisch für seinen Stil werden sollte. Daneben vertonte Ben Haim auch zahlreiche Texte jüdischer Autoren. Zu hören ist dies im folgenden Beitrag. Dabei handelt es sich um ein Gedicht in hebräischer Sprache des mittelalterlichen Dichters und Philosophen Yehuda Halevi, das Ben Haim Mitte der 60er Jahre vertonte.
Obwohl Walter Arlen gut 20 Jahre nach Paul Benheim geboren wurde, so weisen die Lebenswege der beiden Komponisten dennoch einige Parallelen auf. Das beginnt bereits bei der Frage des Nachnamens. Wie Benheim, so stand auch bei Walter Arlen, der 1920 in Wien als Walter Abtowitzer geboren wurde, die Namensänderung in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Exil. Nach der Annexion Österreichs durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938 floh der Komponist ins US-amerikanische Exil und nannte sich dort fortan Arlen. Wie für Paul Benheim war auch für Walter Arlen das Komponieren ein ganz zentraler Weg, um sich mit der Situation des Exils und dem Verlust der Heimat auseinanderzusetzen. Seinen Lebensunterhalt verdiente er lange Zeit als Musikkritiker in Los Angeles, bevor er sich in späteren Jahren wieder verstärkt dem Komponieren zuwandte. Walter Arlen lebt heute in den USA, reist regelmäßig zu Aufführungen seiner Werke und feiert am 31. Juli seinen 100. Geburtstag. Die beiden folgenden Beiträge stammen aus unterschiedlichen Schaffensphasen Walter Arlens. Das erste Lied entstand 1991 und ist Teil eines Zyklus mit dem Titel The Poet in Exile. Es hat also direkte autobiografische Bezüge zu Walter Arlens Lebensumständen und thematisiert die Erinnerung, die Sehnsucht und den Verlust der eigenen Heimat. Das zweite Lied verfasste er als 16-Jähriger im Jahr 1937 in Wien. Ein Wiegenlied, das wenig von den Entwicklungen erahnen lässt, die schon kurz darauf in ganz Europa in Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten münden sollte. Enclosed in Christ.
Messenger.
zurück.